Bitcoin und Ethereum, was ist die nächste Preisbewegung? Lasst uns das in den Charts rausfinden. Ist Bitcoin auf dem Weg bis zu den 30.000er Gegenden? Oder wird Bitcoin von hier nach unten brechen? Ich glaube es wirklich nicht, aber wir werden darüber reden in der heutigen Sendung. Und wenn du das traden willst, dann kannst du dies tun in den Links in der Beschreibung. Und wenn ihr den DJ15 Token besitzt, dann profitiert ihr natürlich auch dadurch, indem ihr auf die Links drückt und euren Bonus dadurch bekommt. Und natürlich obendrauf könnt ihr ein Teil von diesen Livestreams auch werden. Also vergisst nicht, gefällt mir, abonnieren und die Glocke. Das ist sehr wichtig, dass ihr dies tut. Das hilft den Algorithmus und das pumpt eigentlich eure Taschen. Ich bin hier heute mit Inti Campos. Hallo Leute, wie geht's euch heute? Mann, das ist wirklich ein toller Tag heute. Wusstest du, dass XRP endlich ihre Strafe bekommt? XRP wird delistet von Coinbase am 19. Und ja, genau, es wird zerstört. Auf gar keinen Fall. Und wir werden darüber reden. Ja, also absolut, auf gar keinen Fall. Das war nicht der Plan. Ja. Das war nicht der Plan für die Leute. Aber weißt du, das Ding ist, ich mag nicht den Fakt, dass der SEC auf diese Leute einfällt, weil das ist nicht das Tollste, was passieren kann, natürlich. Aber, also das Ding ist, die sind nicht wirklich eine Kryptowährung. Es ist alles nur Konsens und der Konsens ist nicht den Konsens, den du dir vorstellst. Es ist sein Konsens. Brad Garlinghouse mit seiner Kohle. Also, das ist, warum ich das nicht mag. Okay? Und obendrauf, in den White Papers sagt es, ja, wir können deine Konten einfrieren und können dein Geld nehmen. Ja. Und ich denke mir, und wenn du das zu der XRP-Army sagst, die sagen dann, nein, ist es nicht. Und die kommen mit irgendwelchen komischen, schwachsinnigen Sachen auf, warum es nicht der Fall sein könnte. Und ich denke mir, oh Mann, es ist wirklich in Schwarz und Weiß geschrieben. Ich kann es einfach nicht mehr erklären, wie es ist. Aber wenn ihr denkt, dass das eine magische Währung ist und die das Gegenteil macht, als was das White Paper sagt, was kann ich tun? Die sind in letzter Zeit etwas ruhig, wenn du mich fragst. Ja, genau. Das stimmt. Die sind sehr ruhig in letzter Zeit geworden. Aber bevor wir weitermachen mit den Charts und den ganzen guten Sachen, Inti, du hast uns noch was zu sagen. Ja, wie immer, Leute, möchte ich euch daran erinnern, dass dieses Video für Informationszwecke dient und es ist kein finanzieller Rat. Bitte macht eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer hart verdientes Geld auf den Markt riskiert. Okay, super, super. Also, lass uns weitermachen mit den Charts und lass uns sehen. Also, wenn du diesen Trade genommen hast gestern, ich hatte mehrere Trades eigentlich aufgesetzt. Ich hatte euch gesagt, das war eigentlich ein Trade von Pandora's Wallet-Abonnenten und der ist nicht ganz gefüllt worden. Ich habe gesagt, du musst so niedrig wie möglich reinkommen, weil der auf dem Weg ist, hochzuschießen gestern Abend. Aber wirklich, der Trade hat hier unten angefangen. Und eigentlich, ich habe diesen Trade mit allen geteilt, bei YouTube, ein paar Tage her. Also, ich hoffe, ihr seid in diesem Trade, weil schaut euch dieses Profi-Ziel an. Das ist wirklich wahnsinnig. Und wie bin ich in diesen Trade reingekommen? Lass uns darüber reden. Lass uns auf die stündlichen Kerzen gehen und wir werden darüber reden. Also, lass mich etwas näher ranzoomen und den Rest etwas entfernen. Und wenn ich ein bisschen rüber bewege. Also, was ich gesagt habe vorher, wir waren ganz hier unten an diesem Tag. Und ich habe gesagt, hey, hör zu, wenn der zurückkommt zur 78.6, ups, ich habe das umgedreht. Also, ich habe gesagt, dass ich, was ich haben muss, ich muss die 78.6 haben, um in diesen Trade reinzukommen. Also, genau da, da haben wir es. Wir waren genau hier oben und ich habe gesagt, weißt du was, das sieht so aus, als ob der höher pumpen möchte, aber ich bin nicht interessiert. Wenn ich es kaufen möchte, dann möchte ich es bei der 78.6 kaufen oder niedriger. Und schau dir das an, das ist genau runtergekommen, hat mich gefüllt und schon sind wir abgehoben. Und das war's. So mache ich das. Ich spiele von der Position der Stärke. Als wir dieses W geformt haben natürlich,
Du kannst es ganz gut sehen. Ein schönes W. Das nennt man Preisstruktur. Und wir haben die Trendlinie durchbrochen. Das ist das Signal. Okay, es ist Zeit, um abzuheben. Boom. Und jetzt sind wir, jetzt sieht es so aus, als ob wir konsolidieren schon wieder, oder zumindest sieht die stündliche über den 13. EMA, also das ist positiv. Und wir werden wahrscheinlich etwas höher gehen von hier. Also wir müssen warten und absehen, was passiert. Es könnte runterbrechen, wenn diese stündliche mit einem Empire schließt. Dann könnte das wirklich sehr eklig werden, sehr schnell. Aber ich sehe das nicht unbedingt kommen. Ich glaube, wir sind so nah zu dem 30.000er Level, was wirklich psychologisch ist. Und obendrauf noch dem Fibonacci Level, wo wir so lange schon drüber geredet haben. Und ich sehe nicht, dass er es nicht bis da oben schafft. Ethereum ist etwas enttäuschend. Es ist aus dieser Formation ausgebrochen. Und dann hat sich entschlossen, nee, das ist nicht die Formation. Also, wo können wir noch hingehen von hier? Also, lass uns erstmal das rüber bewegen. Lass uns den Rest verstecken, das brauchen wir nicht. Und dann wird das ein Rising Wedge formieren? Also, nein, nein, nein. Ich werde nicht... Ich werde kein Dreiecksformation sein, ich bin ein Rising Wedge. Okay, also du bist jetzt ein Rising Wedge. Dankeschön, danke, dass du rausgekommen bist, Ethereum. Du bist einfach nur nervig, du bist einfach nur nervig. Also, lass uns einfach sehen, oder es formiert eine andere Formation und bricht dann weiter runter. Ethereum hat in letzter Zeit Probleme, sich zu entscheiden, was es machen will. Also, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass das große Ziel von Ethereum sehr viel höher liegt. Es hat sich einfach nur noch nicht entschieden und ist noch nicht runtergedammt, dass es runterbrechen will, noch weiter runter auf dem großen Stil. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass es noch weiter hochgeht und wahrscheinlich zu seinem 900-Dollar-Ziel. Das ist, wo wir die 61.8 sehen. Ich werde das jetzt nicht auf diese Chart einzeichnen, weil ich weitermachen möchte mit eigentlich XRP. XRP USD. Wie ihr alle wisst, sie wurden runtergenommen von Coinbase heute. Und ja, es ist einfach nur kein guter Tag gewesen für XRP heute. Überhaupt nicht ein guter Tag. Das war einfach nur rote Kerzen. Und obendrauf noch, lass uns auf die Fibonaccis gehen. Lass uns auf die wöchentliche Chart gehen. Und wir müssen uns das wahrscheinlich da ansehen. Auf einer wöchentlichen Basis. Also, wenn wir die Fibonacci Retracement Levels aufbringen, ich glaube die 78.6, ich meine, wenn das bricht, die 78.6, dann kannst du deinen Arsch verwetten, oh mein Gott. Es ist einfach nur durch die 78.6 und die 88.6, oh mein Gott. Da ist einfach gar nichts über. Zumindest sind wir von, was ist das, von wo ist das abgeprallt? Von 17? Oh mein Gott, das ist wirklich ein Desaster. Oh Mann, ich weiß nicht. Sie müssen besser mit der SEC sich irgendwie übereinkommen. Oder das wird noch tiefer gehen und wird noch weiter runterbrechen. Wird runterbrechen bis zu den 10 Cent und noch weiter runter. Hoffentlich können die irgendwas tun, weil, oh Mann, weil das wird wirklich eine Narbe hinterlassen. Bei der ganzen XRP-Army. Also das Einzige, was eigentlich gemacht werden muss, es muss sich mit der SEC geeinigt werden. Und dann, ja, das würde eigentlich alles beenden. XRP könnte weitermachen und es würde nicht den Fakt ändern, dass es jetzt eigentlich ein schlechter Coin ist, der eigentlich Menschlichkeit besitzt, aber zumindest haben, ich meine, ganz ehrlich, diese Leute haben 0,6% gezahlt auf ihre 4 Milliarden Raise.
Also das ist wie eine Trading Fee. Ja. Diese 4 Milliarden US-Dollar. Also, ich meine, sei ehrlich, das kostet es, um Geschäfte zu machen. Also ich bin etwas überrascht, dass XRP nicht denen einfach nur sagen kann, hier sind 25 Millionen Dollar und geh weg. Und das war's. Also, wenn sie das machen, dann wird XRP wieder anfangen, nach oben zu gehen. Also, mit dem gesagt, denkt dran, wenn ihr das live sehen wollt, diese Show, dann könnt ihr rübergehen zu DaVinciJ15.com. Ihr könnt lernen, wie ihr DJ15 Token kauft, und ihr könnt ein Teil von dieser Gruppe werden, von dieser Elitengruppe, von Leuten in diesen Telegram-Chats. Und ja, es kostet dich ungefähr nur 5 Dollar, um reinzukommen. Und natürlich, wir werden auch einen Rabatt haben auf Pandora's Wallet. Und das ist jetzt noch nicht on sale, aber wir werden das heute im Laufe des Tages starten. Also wenn ihr ein Teil dieser Gruppe sein wollt, könnt ihr dies auch tun. Und dann natürlich seid ihr dann auch ein Teil der Frage- und Antwortrunde, die wir jetzt gleich starten werden. Also ich hoffe, ihr habt die Sendung heute genossen. Ich weiß, es war ein bisschen kurz heute, weil wir versuchen, alles zu organisieren. Wir verändern hier gerade ein bisschen den Setup. Inti wird von jetzt ab im Büro arbeiten und ja, wird nicht hier in meinem Studio sein. Und hoffentlich werden wir das alles aussortieren können. Ihr müsst in Bitcoin investieren. Ganz ehrlich, wenn ihr jetzt noch keine Bitcoin hast, ich weiß, es ist zu hoch jetzt gerade, vielleicht solltest du, aber Dollar Cost Average ist das Beste, um zu machen. Bitcoin ist echt, Bitcoin ist hier, um zu bleiben. Also ihr müsst ein Teil davon werden. Ciao. Bye. Tschüss.